Von Regionen wie dem Egerland oder dem Vogtland dürfte so ziemlich jeder schon einmal gehört haben. Was die Geschichte dieser Region so interessant macht, ist, dass es sich bei ihnen im Mittelalter um reichsunmittelbare Gebiete handelte. Diese Regionen unterstanden also formal nur dem Kaiser selbst und ihre Lokalherren mussten im direkten Interesse des Kaisers handeln. Währenddem die Namen des Egerlandes und Vogtlandes jedoch bis heute bekannt sind, gibt es eine benachbarte Region mit einer ganz ähnlichen Geschichte, von der viele jedoch noch nie etwas gehört haben. Das Pleißenland. Und um die Geschichte des Pleißenlandes soll es folglich in diesem Beitrag gehen. Beginnen wir aber wie immer ganz von vorne. Bei den ersten namentlich greifbaren Einwohnern der Region des späteren Pleißenlandes handelt es sich wahrscheinlich um Elbgermanen. Konkret mit dieser Region werden dabei zuweilen die Danduken assoziiert, welche meist als eine hermundurische Gruppe eingeordnet werden. Mit der Völkerwanderung kam es zur Bildung germanischer Großstämme, wobei die örtlichen Stämme überwiegend in die entstehenden Thüringer aufgegangen sein dürften. Folglich stand das Gebiet des späteren Pleißenlandes auch unter der Vorherrschaft des Thüringerreiches. Als es im frühen 6. Jahrhundert jedoch zur Zerschlagung des Thüringerreiches durch die Franken kam, fielen die Regionen östlich von Saale und Elbe an slawische Gruppen, die aus dem Osten einwanderten. In dieser Zeit könnte dann auch der Name der Pleiße entstanden sein, welcher entweder auf einen älteren slawisierten Flussnamen, der auf das germanische Wort Fließ für fließend verweist, zurückgeht, oder aus dem Westslawischen stammt und so viel wie sumpfiges Gebiet bedeutet. Der Flussname der Pleiße sollte später aber in jedem Fall namensgebend für das Pleißenland werden. Mit der Zeit begann sich das Frankenreich jedoch wieder nach Osten auszubreiten, wobei auch das nun slawische Stammesland unter seine Vorherrschaft geriet und im Laufe der Zeit in Form der Thüringer Mark in das Frankenreich integriert wurde. Unterteilt war das Gebiet der Thüringer Mark dabei konkreter in Gaue. Der Pleißengau oder auch das Pleißenland war dabei eines dieser Gebiete und unterstand im 10. Jahrhundert initial direkt dem König des Frankenreiches, Heinrich I. Über die genauen Verhältnisse im Pleißenland ist urkundlich kaum etwas überliefert. Jedoch kristallisierte sich bereits zu diesem Zeitpunkt eine Niederlassung heraus, die sich später mehr oder weniger zum Hauptort des Pleißenlandes entwickeln sollte, Altenburg, das erste Mal urkundlich im späten 10. Jahrhundert erwähnt wurde. Nicht nur kreuzen sich hier schon bald zwei der wichtigsten Handelsstraßen ihrer Zeit, die Via Imperii und Nebenstrecken der Via Regia, sondern auch die Kaiserpfalz von Altenburg dürfte zu dieser Zeit ihre Ursprünge gehabt haben. Um die so entstandenen Besitze des Frankenreiches abzusichern, begann man aber besonders im 12. und 13. Jahrhundert mit dem systematischen Landesausbau. Eine erste Phase von diesem setzte unter Kaiser Lothar III. Ein, wobei in dieser frühen Phase vor allem erste Aufbauarbeiten wie die Rodung von Wäldern erfolgten, welche in der Folge die weitere Erschließung des Landes möglich machten. Eine wesentliche Stütze der kaiserlichen Macht war auch die Gründung geistiger Einrichtungen, welche in dem Gebiet eine Vielzahl von administrativen Aufgaben übernahm. Unter anderem zu dieser Zeit, genauer dem Jahr 1136, wurde unter anderem das Kloster von Chemnitz gegründet. Um dieses wichtige geistige und administrative Zentrum sollte in der Folge ein weiterer Siedlungsschwerpunkt im Pleißenland entstehen. Aus der Gegend um Chemnitz sollte es in der Folge auch zu ersten Vorstößen in südlichere Gebiete und damit in die Höhenzüge des Erzgebirges hineingeben. Parallel dazu entstanden aber auch in anderen westlicheren Gebieten der Thüringer Mark wichtige Klöster. Als weitere wichtige Niederlassungen stellten sich die Regionen um Leisnig, Kolditz und Zwickau heraus, in denen nun Siedlungsgründungen in mehr oder weniger großen Stil stattfanden. Unter Konrad III. Kam es im Gebiet des Pleißenlandes auch zunehmend zu einer systematischen Einsetzung von Lokaladel, der das Pleißenland also im Auftrag des Kaisers verwalten sollte. Unter anderem wurde im Jahr 1147 die Burggrafschaft von Altenburg gegründet, welche Ausgangspunkt einer ersten und über Nachfolger für mehrere Jahrhunderte fortbestehende Lokalmacht sein sollte. Die stärkere dynastische Absicherung des Pleißenlandes muss dabei im Übrigen auch im Kontext der Machtkämpfe zwischen Welfen und Staufern gesehen werden. Die Staufer, die damals die Kaiserwürde innehatten, mussten sich so auf Territorien stützen können, die nur ihnen direkt unterstanden. Gefolgt wurden die Aktivitäten Konrads III. Von weiteren Bemühungen zum Landesausbau unter Friedrich Barbarossa. Noch bevor Friedrich Barbarossa Kaiser wurde, bemühte er sich um das Pleißenland und um den Landesausbau. Zur Formung des Pleißenlandes von einem im Aufbau befindlichen Markgebiet zu einem reichsunmittelbaren Land kam es dann im Jahr 1165. Bereits zuvor, aber nun endgültig, hatte sich zum Hauptort des Pleißenlandes Altenburg entwickelt. Barbarossa sollte hier mehrfach residieren und die Pfalz im großen Stil ausbauen lassen.
Die Stadt wurde nun nach allen Künsten befestigt und bekam von Barbarossa ein Augustiner Chorstift gestiftet, das 1172 geweiht wurde. Mit einer Münzprägestätte, die ebenso zu dieser Zeit und in Altenburg gegründet wurde, verfügte das Pleißenland nun auch über einen eigenen Münzprägeort. Auch Chemnitz und Zwickau, welche sich bereits zuvor zu Ansiedlungsschwerpunkten im Pleißenland entwickelt hatten, bekamen wahrscheinlich um das Jahr 1170 Stadtrecht verliehen. Zur systematischen militärischen Absicherung des Gebietes kam es durch die Errichtung einer Vielzahl von Burgen. Diese rechtlichen Entwicklungen im Pleißenland hätten für Altenburg, Chemnitz und Zwickau gegebenenfalls sogar der Ausgangspunkt zur Entwicklung zu freien Reichsstädten sein können, ihnen also einen ähnlichen Rang wie Lübeck, Frankfurt oder Straßburg einbringen können, wobei es praktisch hierzu jedoch nicht kommen sollte. Um die Maßnahmen des Landesausbaus gewährleisten zu können, wurden Siedler in westlich angrenzenden Gebieten angeworben, womit sich nun auch ältere Formen der deutschen Sprache immer weiter ins Pleißenland ausbreiteten. Unter Barbarossa wurden diesem Siedleransturm entsprechend folglich auch die Verwaltungsstrukturen des Pleißenlandes neu gegliedert. Viele klassische, später typisch bäuerliche Institutionen wurden folglich rechtlich verankert. Der Burggrafschaft von Altenburg und anderen Lokalherren kamen folglich weniger richterliche und mehr militärische Aufgaben zu. Eine erste wirtschaftliche Blüte des Pleißenlandes brachte auch das erste Berggeschrei im Erzgebirge mit sich, als dort um das Jahr 1168 erste Silberfunde gemacht wurden und gewaltige Siedlermengen in die Gebirge strömten. Auch die Regionen des Pleißenlandes, die am Rande des Erzgebirges lagen, konnten von dieser Entwicklung profitieren. Besonders unterstützende Gewerbe waren in das Wirtschaftssystem des Bergbaus eingebunden und die pleißländische Stadt Chemnitz wurde ein erstes Mal zum Tor des Erzgebirges. Viele der Entwicklungen im Pleißenland gingen dabei im Übrigen auch parallel zu Aufbaubemühungen im indirekt südlich benachbarten Egerland einher, was wohl als Ausdruck eines gesamtheitlichen Konzepts beim Vorgehen Barbarossas gewertet werden dürfte. Die Bemühungen des Landes- und Machtausbaus im Pleißenland wurden auch von Barbarossas Sohn Heinrich VI. Fortgesetzt. Zum Versuch, die reichsmittelbaren Regionen im Umfeld des Pleißenlandes bis an die Elbe auszudehnen, kam es im Jahr 1195, nach dem Tod Albrechts des Stolzen, der über die benachbarte Meißner Mark herrschte. Praktisch konnte Heinrich VI. Wohl jedoch keinen nachhaltigen Anschluss dieses Gebietes an seinen direkten Besitz erwirken. Ursprünglich könnte es sich bei alledem aber um einen Versuch gehandelt haben, ein großes Reichsterritorium im ostmitteldeutschen Raum zu etablieren, das sich über das Egerland, die Herrschaften um Nürnberg, bis an die Elbe und später die Oberlausitz erstreckt haben könnte. Diese Pläne, die Heinrich VI. Verfolgt haben könnte, um die Position der Kaiser gegenüber der besonders einflussreichen Grundherren im Reich zu stützen, sollten jedoch mit seinem Tod 1198 begraben werden. Jene Phase des Landesausbaus, welche unter Barbarossa und Heinrich VI. Stattgefunden hatte, war jedoch weitestgehend abgeschlossen, wodurch sich das Pleißenland zu einer im mittelalterlichen Sinne kultivierten Landschaft mit Städten, Burgen, Klöstern und Dörfern entwickelt hatte. Beerbt wurde Heinrich VI. Durch Philipp von Schwaben. Ein wesentlicher Grund dafür, dass es ihm nicht möglich sein sollte, den Erweiterungskurs Heinrichs fortzusetzen, war, dass der Konflikt zwischen den Staufern und Welfen neuerlich hochkochte. Folglich musste Philipp versuchen, seine Macht auf den Fürstenstand zu stützen. Eine Maßnahme, die er hierzu ergriff, war, dass er Dietrich den Bedrängten mit der Mark Meißen belehte, wodurch diese nun auch offiziell nicht mehr zum kaiserlichen Reichsterritorium gehörte. Nichtsdestotrotz sollte Philipp selbst aber auch mehrfach in Altenburg residieren und die Burggrafschaft von Altenburg mit verschiedenen Privilegien ausstatten. Möglicherweise plante er in diesem Sinne auch einen weiteren Ausbau des Pleißenlandes, das nun als Machtbasis der Kaiser mit weiteren Befestigungsanlagen hätte versehen werden können. Mit seiner Ermordung im Jahr 1208 sollten solche möglichen Pläne jedoch verunmöglicht werden. Auf Kaiser Philipp sollte schließlich Otto IV. Aus dem Geschlecht der Welfen folgen. Die noch von den Staufern eingesetzten Lokalherren des Pleißenlandes arrangierten sich wohl recht schnell mit dem neuen Kaiser und dem Wechsel des Herrschergeschlechtes. Jedenfalls hielt Otto 1209 einen seiner ersten Reichstage in Altenburg ab. Bereits im Jahr 1210 hatten sich die Loyalitäten des pleißländischen Lokaladels jedoch wieder zugunsten Friedrich II. Aus dem Geschlecht der Staufer gewendet, der nun als Kaiser auf Otto folgen sollte. Zum Beschäftigungsschwerpunkt Friedrichs sollte vor allem das Egerland werden, wenngleich auch er mehrfach in Altenburg verweilte und dort unter anderem das Deutschordenshaus stiftete, womit sich im Zentralort des Pleißenlandes eine weitere wichtige Größe der Politik im Reich niedergelassen hatte.
Mit der Verlagerung seines Herrschaftsschwerpunkts nach Sizilien wurden die Regierungsgeschäfte im Eger- und Pleißenland vor allem zur Aufgabe von Friedrichs Sohn Heinrich. Heinrich soll bei seinen Vorhaben sehr ambitioniert gewesen sein und vor allem den deutschen Raum als Hauptinteressengebiet des Kaisers betrachtet haben. Damit trat er in einem gewissen Sinne mit seinem Vater Friedrich II. In Konflikt, der seine Herrschaft vor allem von Italien und spezifischer Sizilien ausüben wollte. Friedrich ersetzte Heinrich folglich durch dessen Bruder Konrad IV. Von Schwaben, wobei dieser jedoch kaum unmittelbare Gewalt über die Regionen des Pleißenlandes, Egerlandes und das im Westen entstandene Vogtland ausübte. Der Lokaladel begann also seine eigene Machtbasis auszubauen und betrachtete sich als immer unabhängiger. Als Friedrich II. 1242 in Konflikt mit dem Papsttum trat, musste er sich die Loyalitäten der Fürsten im deutschen Raum, in dem er verhältnismäßig wenig gewirkt hatte, erst wieder erkaufen. 1243 wurde das Pleißenland, das formal noch dem Kaiser unterstand, folglich als Mitgift an Albrecht II. Von Wettin, den Markgraf von Meißen und Landgraf von Thüringen, übergeben, der im Jahr 1255 die Kaisertochter heiratete. Diese Übergabe des Pleißenlandes an die Wettiner war seitens Friedrichs dabei von Beginn an als eine Übergangslösung gedacht. Vermutlich plante er, die Gebiete, sobald er seine Machtbasis gesichert hatte, wieder unter seine Herrschaft zu bringen. Tatsächlich stellte sich das Pleißenland durch seine geografische Lage jedoch als für die Wettiner äußerst vorteilhaft dar, da es ihnen Kontrolle über wichtige Handelswege und eine geschlossenere Landfläche mit ihren Thüringer Besitzen ermöglichte. Die Unfähigkeit Friedrichs, das Pleißenland wiederzuerwerben und das folgende Interregnum bedingten schlussendlich, dass sich die Wettiner Herrscher verfestigte und sich die Lokaladelsgeschlechter, die vorher den Kaisern unterstanden, zu verselbstständigen begann. Rudolf I. aus dem Geschlecht der Habsburger, der als Kaiser folgte, unternahm gewisse Versuche, die mitteldeutschen Reichsländer wieder unter Kontrolle des Kaisers zu bringen. Diese blieben jedoch im Großen und Ganzen ohne Erfolg. Das Pleißenland sollte also bei den Wettinern und verschiedenen anderen Lokalherren bleiben, die nun ihre eigenen Herrschaften begründeten. Zu diesen gehörten unter anderem die Burggrafen von Altenburg, die Schönburger, Schweinsburger, Drachenfelser und Vögte, welche von all jenen nur die prominentesten Vertreter gewesen sein dürften. Die allermeisten dieser Territorien sollten dann in den folgenden Jahrhunderten auf die eine oder andere Weise unter die Herrschaft der Wettiner geraten und schlussendlich ein Teil von Sachsen und Thüringen werden. Das Pleißenland bestand von da an nur noch als Kulturlandschaft fort, deren Erscheinungsbild jedoch bis heute von ihrer hochmittelalterlichen Bedeutung geprägt wird. Die weitere Geschichte des Pleißenlandes ist folglich aber eine dieser historischen Territorien und damit gegebenenfalls Stoff für ein oder mehrere andere Beiträge, womit wir am Ende dieses Videos angekommen wären. Welche Folgen hätte es wohl haben können, wenn das Pleißen, Vogt und Egerland ein geschlossenes reichsunmittelbares Territorium im ostmitteldeutschen Raum gebildet hätten? Lasst mich eure Ansichten hierzu gerne in der Kommentarsektion wissen. Wenn euch der Beitrag ansonsten gefallen hat, würde ich mich über ein Like und ein Abo freuen und ich hoffe wie immer, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann!